Nach 12 unglaublichen Partien bieten wir euch wieder was an. Wir haben uns wieder für euch zusammengesetzt. Und haben eine neue Partie für euch. Und unser Freund ist auch dabei, gell? Ja, erstmal unser Freund. Erstmal cheers, also auf eine neue Runde. Wir haben heute einen User-Wunsch im Gepäck. Es wurde sich gewünscht, dass wir Italien gegen England spielen und so schlüpfig in die Rolle der Italiener mit einer ganz besonderen Aufstellung. Ich habe heute die Herzchenaufstellung im Sturm. Übelst krass. Dafür nur 3 Abwehrleute. Was aber ziemlich schlecht ist, weil der Robert ist ungefähr so offensiv, da kriegst du einen Kollaps. Quasi ein Vierersturm. Quasi ein Vierersturm. 2 Mittelfeldspieler, also bei mir ist auch Mut zur Lücke. Vollgas. Wir schauen, das sieht jetzt im Taktischen nicht ganz so aus, wie wir es eigentlich aufgestellt haben. Man kennt es ja, man stellt die Aufstellung in seinem Feldchen auf und ganz verrückt eigentlich, aber auf dem Papier, könnte man sagen, sieht es dann immer ein bisschen mau aus, weil es würde mich auch wundern, wenn die jetzt hier eine Herzchenaufstellung auspacken würden. Cool wäre es auch, ihr seht wenigstens, wer auf dem Feld steht, wer mitspielt, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wer auf welcher Position welchen Part übernimmt. So, und das sehen wir nämlich jetzt genau hier. Den Italiener. Erst einmal der Kader, ist eh klar, ne? Und jetzt die Formation, da fast ein Herz unten, fast. Ja, wenn sie zusammengequetscht wäre. Aber es ist vor allem auch andersrum, also es ist gar nicht Balotelli alleine oben, sondern hat da 3 Leute und das geht andersrum, aber okay. Ja, und er ist halt... alles Sturm. Ja, eigentlich sind Young und Walcott vor und Parker und Lampard hinten, aber das wird man ja eh gleich sehen. Das werden wir jetzt Gott sei Dank auf dem Spielfeld sehen. Wenn das Herzchen einfach nach vorne stürmt oder kassiert, das sehen wir gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Und hoffentlich 5-5. 5-5 mindestens. Alles andere wäre irre enttäuschend. Nein, nicht. Also... oh. Da will er gleich, ist er gleich aggressiv. Hast du da keine Gefangenen? Bloß, er legt sich erst einmal nieder im Strafraum. Bloß, weil ich nur 3 Abwehrspieler habe, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt hier anfangen musst auszurasten. Ach, Joe Hart, was macht denn er? Du kannst ja super halten, aber spiel nicht Fußball, Digga. Was ist hier los? Leske? Oh, der Balotelli. Den kennt man ja. Zwischen Genie und Wahnsinn. Absolut. Du wärst ja jetzt mal noch ein bisschen höher und gerade aufs Tor, oder? Ja, wenn er komplett anders geflogen wäre, wäre er vielleicht reingegangen, aber... meine Rede! Wenn er komplett anders kommt. Vielleicht, wenn es komplett anderer Spieler ist. Oder ein anderer Ball. Ja, wenn der Ball nicht mehr rund ist. Genau, sondern eine Anzeigetafel wäre. Ja, die ist mal jetzt durch. Nein, das ist natürlich, aber nur in FIFA. FIFA, das brauchen wir. Was ist hier los? Englands Abwehr wie eh und je, die musst du lupfen. Und warum geht denn der Balotelli da nicht hin? Hallo? Warum macht der einen Fall jetzt hier? Der Rossi? Schwach? Und ich dachte, Hart lässt ihn nochmal abfallen. Was mich ja stört, ist Joe Hart. Ja, der kann halten, dass er, der Dortmund City gesehen hat, der weiß es. Alle anderen lernen es noch kennen. Juni jetzt auf Wellbeck. Und das ist das erste... Er schießt... ach, Christen. Tor. Hä? 1 für England. Torwart lässt drüber prallen. Wellbeck mit das war so FIFA-Tor. Wir schauen uns nochmal an, was da genau los war. Eigentlich schon fast abseits. Der klebt ihm einfach am Fuß. Der klebt zum Ball an Schienbein schon mal dran. Terry versperrte sich. Ohne Witz, pass mal auf. Kamera drehen oder so? Nein, aber sieht man. Er nimmt mit dem Oberschenkel mit. Er kriegt den Abpraller an den Oberschenkel, nimmt mit. Achso, ich kann nicht die Kamera drehen, weil es dein Tor war. Ja, also 1-0 England. 1-0 England nach 10 Minuten. Hm. Unverdient, muss man sagen. Bisher nur die Italiener. Nach 10 Minuten kann man das immer so gut sagen. Ja. Wer es schon verdient hat und wer nicht. Aber warte. Ich muss sagen, das war... also ich hätte eigentlich auch schon mal ein Tor schießen können. Was? Really? Unblocket. Blocket. Ja. Ja. Ja klar, und er kommt am besten noch am Ball. Oh Rudi! 2-0! Was ist da mit der italienischen Abwehr los? Die Engländer nutzen 2 kapitale Fehler. Und ich habe mir noch überlegt, dich umzugrätschen, weißt du, aber ich habe es aus
sportsmännischen Gründen nicht getan. Hier nicht umgegrätscht. Da wollte ich grätschen, weißt du? Und da grätschst du vor allem, weißt du? Und dann macht das Uni halt eiskalt. 2-0 England, aber wir haben hier schon so viel erlebt. Da kann noch alles passieren. 5-5, ne? Ja. Wir arbeiten da. Aber auf jeden Fall England mit einem Traumstart, Viertelstunde, 2-0. England ganz da oben auf jetzt erstmal, die Italiener völlig von der Rolle. Also da war ja weit und breit kein Ball. Weit und breit war da kein Ball. Entschuldige bitte, aber das pfeifen dann, oder was? Nein, nicht. Achso, dann... Und jeder Ball bei den Engländern, Eschejan! Das ist ja gewesen, jeder Schuss ein Tor. Das ist ja hier Dänemark-Polen, Eschejan. Ja, ja, ja. Den interessiert ja gar nichts. Dann wie die Bälle zurück und der letzte wird dann geschürzt. Also du hast ziemlich viel Glück, kann man bisher sagen. Nehme ich mit. Ja. Glück gehört dazu. Kann ich verstehen. Warum interessiert das? Oh, mach das Wellbeck-Klasse! Uni 3-0. Das war saustark von Wellbeck. Wer den direkt in den Lauf von Uni nimmt, hier nochmal. Das ist ja saustark. Da haben sie gepennt, aber dann zack, direkt. Ja, aber keiner der italienischen Leute geht da hin. Eieieiei. 20 Minuten, 3-0. Immer nach dem ersten Spiel lassen. Ja, kriegst du komplett erstmal ein. Das ist, glaube ich, die Euphoriewelle, von der du ganz schnell erstmal runterkommen musst. Und ja, aber ich spiele Italien. Ja, wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass ich nur eine Dreierabwehr habe bei 4 Stürmern. Und deine Spieler trotzdem Arbeitsverweigerung machen? Ja, eben. Das ist es ja. Das ist ja wirklich Arbeitsverweigerung, was sie da machen. Oh, komm, bitte. Komm, Schmink. Wo ist denn eigentlich? Ja, gut, da war schon ein bisschen steil. Puh, das muss erstmal verdaut werden für alle, die es mit Italien halten. 20 Minuten, 3-0 England. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge eigentlich zergehen lassen. Totale Offensive, die bisher total funktioniert. Genau. Und da ist der Balotelli nicht zur Stelle, aber der Pirlo! Der kann mit Gefühl. Ey, da wird er nur abgefälscht. Ah, Giovanna. Dachte schon. Aus dem Weg. Hey. Scheiß die Wand an, du. Habt's gehört? Los, tut es. Versucht es. Sieh einfach mal aus der Distanz! Und dann so eine Scheiße hier am Start. Marquisio. Ja. Oh, das sah eine Hand aus. Ja. Das kann man schon mal einen Meter pfeifen, mein Freund. Nächstes Mal eine Wiederholung, aber naja. Okay. Ekelo streckt uns auch einen Arsch in die Fresse. Und dann kommt das erste Kopfballtor. Ever. Balotelli! Giovinco! Oh! War nicht ungefährlich. Ja. Komplett daneben. Ah, ich gebe mich natürlich noch nicht geschlagen. Aber die Pille ist erstmal zu schlucken. Und die bleibt schon hart im Hals stecken. Hallo? Schau dir das an. Italien? Absolute Arbeitsverweigerung. Völlig von der Rolle. So weit. Geh doch zum Ball, du bist doch vorher da. Und es gibt nicht mal Geld. Naja, er will ja eigentlich... Er zieht ja zurück, er ist ja... Das Knie ist ja nur da. Komm, Pirlo, feier's. Der ist ja süß. Oh, der prallt aber ganz schön gefährlich ab, du. Hallo? Wohin? Balotelli, natürlich. Tor! Ja, Balotelli. Boah, das war geil. Er völlig... Ja, ich kann mich auch nicht freuen beim 3-1, ne? Pillow legt quasi vor. Und dann denke ich mir nur so, what the fuck? Hacke vorgelegt und der Balotelli drischt den drauf wie den letzten. Erwischt er natürlich auch perfekt. Ja, perfekt, ja. Lebenszeichen von den Italienern, Mann, ich habe immer Probleme bei 3-0-Führung. Ich schalte dann immer irgendwie ab. Ja, das ist durch. Das ist gelaufen irgendwie, weißt du? Aber ganz im Gegenteil, ich komme zurück, nachdem ich kassiert habe, das wisst ihr ja. Oh gut. Was ist das? Ich dachte schon, das war ein Foul, aber... Nein. Hallo? Boah, ey, wenn du wieder an dem Glück irgendwie an den Ball gekommen wärst, ne? Hätte ich nicht gefeiert. Komm, an den Ball, Mann, du musst doch einfach weitermachen. Genau, schenkt man, die Italiener haben noch nicht genug Tore.
und erstmal den Balotelli schicken und der Platz in der Platz in der Platz in der Platz. Platz, Platz, Platz. Ja, stark, stark. Aber komm. Ah, direkt Abnahme. Boah. Wäre geil gewesen. Ja, wäre es geil. Das hätte sogar ich gefeiert. Oh, zu Recht. Oh, da ist er. Warum schießt du denn nicht? Warum? Komm. Ja, nein. Ja, da war ich dran, das Problem. Mann, aufs Tor, Jungs. Aufs Tor. Ich glaube, ich mache in Zukunft manuell einen Kopfball, weil das ist... Warum? Das ist behindert. Jetzt habe ich wieder 10-5 Torschüsse. Weißt du? Cassano, komm. Hat viel Zeit. Spielen doch mal rüber. Schöner Doppelpass. Und ich bin zurück. Naja, noch nicht ganz, aber... Aber da muss er doch, die Pille muss er jetzt auch erstmal schlucken, gell? Also, geiler Doppelpass, muss man mal sagen. Schön hat er abgeschaltet, den besten Schutz. Hier, guck mal, jetzt geht schon ein eigener Mann da oben. Und der fehlt daneben nicht. Ja, richtig. Starkes Ding, Mann. Zu spät. Wollte zum Bier greifen. Zu spät. Muss ich noch ein Tor machen? Das wäre natürlich, wenn ich... Ey, dann gibt's wirklich das 5-5, gell? Eine Halbzeit 3-3, das wäre eine Ansage. Jetzt musst du erst noch ein Wort mit dem Behörden. Das wird eine schnelle, Junge. Da kommt der Welle, wenn der Ball weg. Muni, 4-2. Direkte Antwort. Was zum Teufel ist hier los eigentlich? 4-2 zur Anzeige. Also wir müssen mal dazu sagen, wir spielen ab und an mal privat, ohne aufzunehmen. Und meistens haben wir nur Scheißbegegnungen, nur absolute Gurkenpartien. Aber wenn wir on air sind, dann kracht's so sehr. Nur für euch, geben euch richtig Mühe. Genau, und ich find's geil. Normalerweise ist es immer andersrum. So, wenn man aufnimmt, ist nur Scheiß am Start. Und wenn man nicht aufnimmt, ist es die übelste geile Sachen. Aber hier bei uns ist genau andersrum. Zu euren Gunsten natürlich, hammergeil. Ich feier's, ihr feiert's hoffentlich auch. Und jetzt muss ich natürlich nochmal antworten hier. Boah, Rudi, der Mann, das kann ich doch auch. Alter, noch 5-2 Seite, das wär's ja gewesen. Das ist, was hier los wäre an dem Spiel. Man, weißt du, da komme ich so schön zurück. Ey, dann muss man halt gleich schnell sich antworten. Nein! Ja. Nein, das Eckball gibt's einfach nicht. Oh, jetzt nochmal. Haben wir nochmal Platz? Haben wir nochmal Platz? Ja, Italiener nochmal hier. Man hat zu früh gespielt. Abwarten. Ich wollte gerade sagen, also bei aller Liebe, ne? Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte schon, da wisst ihr, was hier los ist. Was mach ich jetzt? Probier's mit... Pirlo, vorhin aus dem Freistoß gab's auch ein Tor, ne? Also. Schön wäre es gewesen. Okay, 4-2 ist nur Halbzeit. Ist nur Halbzeit. Chill. Es sind 13-6 Schüsse. 7-8-7. Sehr konsequent, der Robert. Und die Hälfte ist auch drin. Du hast mal zur Halbzeit ein bisschen mehr Ballbesitz. Also das ist echt selten. Ja. Puh, was für eine Partie bisher. Ist das hart. Gut, dass sich der Duke das Spiel gewünscht hat. Ja, schon, gell? Also ich hoffe, er ist zufrieden mit der Wahl der Teams, dass wir ihm ja auch einen kleinen Leckerbissen bieten. Das ist wirklich ein Leckerbissen, also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Hallo, du bist so arschschnell, gell? Kriegt er erstmal Geld? Oh. Auf jeden Fall wird es jetzt wegfliegen. Boah, muss runter! Oder es wird erstmal eine Walking gestartet. Oh, der Johnson. Knie verdreht, muss raus. Was macht er da, Robin? Leverkusen! Das schießt ihn an den Außenpfosten, das war ja genial gespielt. Und Walkett macht sie genau, ist nicht mal eine Wiederholung wert. Übelst geil gespielt und Außenpfosten, ne? Ja, okay, ist kein Tor. Scheiße. Kein Tor muss man nicht zeigen. Hallo? Wo? Der ist halt übel krank. Ey, der ist einfach nur overpowered, der kann nämlich fliegen. Bleib weg. Nein, nicht der. Was macht der Walkett? Der rutscht weg. Die Engländer wollen aber hier ganz schnell auf Entscheidung gehen. Der ist echt nicht. Der ist übel, ja. Boah. Oh, Mann. Hey, komm verdrückt. Hey, komm verdrückt, auf. Okay, den hätte ich auch nicht gemacht. Hätte ich sowieso nicht getroffen. Ja, wahrscheinlich. Ah, jetzt hast du noch eine bessere Situation, weil jetzt darfst du. Legal. Ja, Walk jetzt hier außen schon wieder.
Und ist weg. War fair. Aber es ist natürlich immer noch eine gute Position für dich. Oh Gott, bringt dich gefährlich! Oh nein, der Rooney kann auch nicht alles. Aber der Balotelli. Boah, Leskind läuft erstmal entgegen, obwohl er genau weiß, dass er im Laufduell eigentlich überlegen ist. Was macht er denn? Balotelli. Yeah. Warte. Irgendwie wird es aber gefährlich. Ja, nee. Das war ein bisschen schwach. Höher, fester, mein Freund. Aber einfach scheiße. Das war jetzt nicht so geil, wie es immer das war. Bei Kutsch an einem Straf um den Ball. Abseits. Was ist das für ein Abseits? Ich habe gerade einen Pfiff gehört. Schau, da ruckelt's gleich. Du hast am letzten Schuss nicht gehört. Oh, schade. Schade. Das wäre dann noch schöner gewesen. Ja, ich komme erst in der 80. Minute. Also. Da müsste ich das Spiel wieder entschieden haben. Mit der Terry, das müsste ich. Ja, muss er nicht. Jolo? Ah, Motta, du musst doch gleich hin. Nicht erst warten. Ja, nee. Walker darfst du nicht ziehen lassen. Den kriegst du nicht so weit. Vedek! Oh, an den Pfosten! Die Engländer müssten hier schon einen Sack zugemacht haben. Müssten, ja. Da hätten schon wieder zwei Tore mehr sein können. Das ist voll. Eieiei, zweimal Aluminium. Eieiei. Na, lassen wir natürlich jetzt mal... Morkit kriegen sie nicht in den Griff. Immer wieder gefährliche Reingaben. Ja. Der Mann weiß. Klar, bei seiner Schnelligkeit, der läuft da einfach drüber. Und auf den langen Wellbeck! Aus dem Netz. Er ist auch gefährlich, der Junge. Ja, Wellbeck und Morkit. Gutes Team. Ja, Rooney nicht zu vergessen. Fürs Team ist er eher ein bisschen wichtig. Boah, denk da aber. Ich dachte, der war ein bisschen zu fest. Balotelli. Scheiße, da fehlt schon wieder vorne und hinten, ne? Rocket. Boah, da muss er jetzt mal eingreifen, sonst ist der Ball drin. Schade. Oh, der Ball kommt durch Parker und dann ist natürlich Balotelli überrascht. Ja, gleich aber auf Passen gedrückt. Weil ich dachte, ich muss in Zweikampf gehen. Ne? Aber. Jetzt ein bisschen viel Pech im Spiel für die Italiener. Kassano, können die Italiener nochmal antworten? Ein Treffer wird mir schon reichen, damit wenigstens das Ding nochmal offen ist. Aber Rooney schon wieder ganz stark. Schöner Pass, aber da habe ich aufgepasst. Und Balotelli, abermals. Der war allein wieder. Fehlt auch dir, wer macht's gut, behauptet erstmal, aber jetzt. Ja, und Domingo! Und Terry im Weg. Terry im Weg mit all seiner Erfahrung. Guck. Ja, ich dachte, da wäre vielleicht sogar Abseits gewesen, deswegen habe ich gleich geschossen. Und deswegen war das nicht so, wie ich es mir erwünscht hätte. Komm nochmal ruhig jetzt, konzentrieren. Scheiße. Hin, Jungs. Wow, da Jan. Böse. Böse, da muss man einmal für mich. Wie bitte? Wie bitte? Und ich sag nochmal jetzt. Nein, da kommt noch. Ja, da muss keiner hier entgegen, gell? Die müssen schön ihre Wege alleine laufen. Das ist kein Teamsprung. Ja, Walker gehindert, bevor er wieder durchstartet. Das gibt's doch nicht, dass in der zweiten Halbzeit jetzt kein Tor mehr fällt. Hallo! Ashley Young! Oh, Rooney! Ich hab damit leider nicht ganz gerechnet. Hat er genug Chancen in der zweiten Hälfte. Rooney mit linken! Du hättest Chancen, du hättest aber Tor machen können. Noch ein paar für die Leute hier machen können. Ja. Rooney hat ja auch einiges hier. Aber, Mann, von Italien kommt hier nichts mehr. Aber jetzt kommt deine 80. Minute, wer weiß. Ich hab's angekündigt, ne?
Also und Rot, bitte. Naja, Rot ist es nicht. Ja, nein, dafür ist... Naja. 6 Meter vom eigenen Tor ist ein Foul, ist gelb, ist okay, ist 6 Meter. Da gibt es dir keine Rote mehr. Ja, ist aber okay. Einer ist noch. Eieiei, wird das jetzt hier nochmal prickeln? Also. Das ist die 80. Minute, ne? Ja. Und schon steht es doch nur noch 3 zu 4. Wenn England einfach mal die Chance nutzt, dann würde hier nichts mehr anbrennen, so wird das nochmal richtig lecker hier. Ja, aber du machst ja auch in der Zeit natürlich nichts. Einfach nicht gebacken, die Deckel drauf zu machen. Dass ich an Chancen hatte. Und dann die Italiener einmal, aber das ist auch so das typische Italiener-Glück im Fußball, ja, das haben die oft mit der Mannschaft. Vor allem gegen die Deutschen. Und von England ist es auch typisch, viele Chancen. Nichts draus machen. Ja. Am Ende im Elfmeterschießen könnte ich. Warte. Ja, das war klar, dass der Pass kommt. Den muss ich haben. Nein, und ich passe die auch noch hin. Oh, ich leg den Gerard auf die... Schießt den komplett über den Haufen. Alter. Ja, das weiß man, dass Gerard eine ganz schöne Klebe hat. Chance. Dann will ich ihn querlegen auf Huni, aber der läuft auch nicht mit. Komm, Balotelli, komm, gib Gas. Huni ackert jetzt mit dahin. Ja klar, jetzt geht's um alles. Balotelli! Oh! Nee, abgeblockt. Das 4-4 wäre so verdient. Na, 6-7-3 wäre verdient. Jetzt gibt's echt bei Tor. Ich will jetzt so gelacht, wenn es ausgerechnet da kommt. Was denn, du 19 Schüsse? Du hast in der zweiten Hälfte 2. Ja, ich habe ja alleine in der ersten Halbzeit 15 reingetragen. Da habe ich in der zweiten Hälfte echt ganz schön Alarm gemacht. Mann, komm, gib mir 2 Minuten, okay. Okay, Balotelli, komm, lauf mit! Lauf da mal einer mit, bitte! Komm! Irgendeiner, bitte! Komm schon, lauf doch da mal einer! Lauf halt! Gib halt Gas! Ah, nein! Verdient. Ja, muss man sagen, klar. Alleine was du in den ersten 20 Minuten veranstaltet hast. Und dann in der zweiten Hälfte. Ja gut, da hast du ja nur Scheiße gebaut eigentlich. War gut gespielt und dabei hat nicht im Netz. Das ist eigentlich Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Ja, und hätte aber locker 3-4 machen müssen. Hätte. Ich hätte aus meinen 19 Schüssen auch ein bisschen mehr machen können. Da hast du wohl recht. Scheiße. Naja, aber in ein torreiches Spiel, gute Scheiße und in diesem in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.